So, schwangen Sie ruhig mal weiter. Ich stelle mal ein paar Fragen, ja. Ja, ganz kurze Frage erstmal. Du warst da auch schon selbst auf der Bühne, ne? Ja. Also ich habe 2004 die Berliner Meisterschaft bei Newcomern gewonnen und bei der 90-Kilo-Klasse der Männer damals den 5. Platz belegt. Mhm. Damit ich auch sehr zufrieden war, weil die in dem Jahr auch sehr stark besetzt waren. Mhm. Und im Vorgespräch hattest du schon erwähnt, du bist Trainer an der Humboldt-Uni sogar, ne? Ja. Also ich bin auch Fitnesstrainer am Fitnessbereich der Humboldt-Uni. Macht da auch einzelne Trainerstunden innerhalb der Woche. Und was ist das jetzt hier? Ist das Idealismus zum Bodybuilding-Sport oder warum? Das ist reiner Idealismus zum Bodybuilding-Sport, sag ich mal, weil den Micha kenne ich aus der Schmiede vom Training. Mhm. Und er kennt mich auch daher und er weiß auch, dass ich im Bereich Wettkampfvorbereitung doch einen gewissen Erfahrungsschatz habe. Mhm. Und so hatte er mich darauf angesprochen, ob ich in meiner Vorbereitung behilflich sein kann. Und das habe ich bejaht, weil ich ihn auch kenne und weiß, dass er die Sachen mit ähnlichem Enthusiasmus und Idealismus betreibt wie ich. Ja. Insofern war es für mich kein Problem, da Ja zu sagen. Und ich habe den Micha ja auch schon ein bisschen kennengelernt. Ja. Also das ist ja auch ein Athlet, der auf Anweisung sicherlich auch selbstständig dann noch vieles tun kann. Das ist eigentlich immer für mich die Voraussetzung, weil ich sage, ich mache das ja nicht wie ein Honorar, sondern wirklich rein aus Freundschaftsbasis. Und das setzt natürlich immer voraus, dass ich, also das mache ich dann letztendlich immer nur bei Leuten, die, die das auch umsetzen können. Wo ich mit dem entsprechenden Einsatz rechnen kann und die auch über das entsprechende Grundwissen und über die entsprechende Einstellung verfügen, ja. Um die wissen, was dazu gehört, so eine Idee durchzuziehen und mein Training auch weitestgehend selbst gestalten und ich dann wirklich nur Tipps und Ratschlag geben und beiseite trete in bestimmten Problemsituationen oder eben für die Vorbereitung in den letzten 3 bis 4 Wochen. Aber die Arbeit an sich, die bleibt natürlich so oder so beim Athleten und da nehme ich lieber, betreue ich dann eben, wenn ich es mache, dann nicht nur Athleten, die ich kenne, okay. Die auch das Vertrauen dann rechtfertigen. So, aber eine Frage habe ich dann nochmal an den Athleten. Ja. Schieß los. Was ist, wenn du das jetzt heute gewinnst? Gehst du auf die Deutsche oder gehst du definitiv nicht. Also das ist, ich gerade schon zu Marc meinte, zu Deutschen zu gehen, das ist eine doch recht schwerwiegende Entscheidung, weil da würde ich dann von mir selbst auch erwarten, dass ich absolute Bestform bringe, die ich jetzt hier noch nicht ganz habe. Und das ist einfach von der Vorbereitung her. Also ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet. Und dann spontan zu sagen, ach, ich bin lustig, ich will eine Woche später starte ich bei der Deutschen, das war eigentlich. Mhm. Also das ist einfach generell vom Kosten-Nutzen-Faktor her. Das ist, für meine Verhältnisse. Naja, dann hol dir den Berliner Meistertitel. Ne? Ja, die GmbF im Herbst interessanter. Ja, genau. Viel Glück. Danke. Der Sixten Schmieder und Arnie Thiele, Dominik Thiele, kommt aus dem Olympic Hamburg. Latissimus-Pose von hinten. Seitliche Trizeps-Pose.
Dankeschön. Und zum Abschluss Bauch und Bein. Verlässt bitte nochmal die Bühne. Die Startnummer 8 kann gleich oben bleiben und uns die Bühne zeigen. Die Kampfrichter bitte nicht um ihre Bewertung. Der Trainer.
Ja, fehlt immer so alles. Wie lange muss er jetzt warten, bis zu Siegerehrung? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass die Bikini-Klasse nicht allzu lange dauert und dass die Junioren dann gleich. Die Frauen sind noch irgendwie. Was? Die Bikini-Klasse? Die keine Frauen haben? Also folgt dann gleich. Ich denke mal, die müssen dann. Ja, ich kenne das so, dass man eigentlich zwei. Okay. Das wäre nur heute. Okay. So, bei den Junioren bin ich weiter auf die Bühne. Dazu bitte ich Anne Schilling. Dazu bitte ich Anne Schilling auf die Bühne. Anne Schilling, deutsche Meisterin, Fitnessfigur 2008. Teilnehmerin internationalen Europameisterschaft. Dieses Jahr zurzeit befindet sich in Vorbereitung für die Weltmeisterschaft. Wir werden sie nachher noch mal kurz sehen, so eine Riesensiegerehrung, da kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr sagen. So, den zweiten Platz belegte Dominik Thiel. Und Lüttich Hamburg. Dominik, herzlichen Glückwunsch. Berliner Meister. 2010, endlich wieder mal einer aus Berlin. Michael Scholz, gibt es endlich wieder. Ich freue mich für mich, weil er sich sehr akribisch vorbereitet hat und man muss einfach sagen, richtig ehrgeizig gewesen, hat sein Ziel erreicht. Ich hoffe, dass er noch zur Deutschen fährt. Es ist eine gute Chance für ihn. Schauen wir mal. Alle, stellt sich mal in die Mitte, bitte, damit wir ein Foto machen können. Ja, das ist gut. Danke. Danke, ihr dürft die Bühne verlassen. Ich hoffe, wir sehen euch auch später denn nochmal. Also Micha hoffe ich ganz zur Deutschen. Du wirst wahrscheinlich auch zur Deutschen fahren, Dominik. Herzlichen Glückwunsch. Dann aber richtig. Super. Komm mal den Trainer, herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Aber er hat's gemacht. So, jetzt seid ihr erleichtert, oder? Ja, und? Wenn das erste Eis wie ist? Ja, erstmal trinken, trinken. Das Bedürfnis ist größer. Okay. Und dann schaue ich mir hier noch hin und dann. Peter, ab zu McDonald's. Ja, das hast du dir verdient. Also, alles Gute. Danke. Okay.